dann ein Haufen Gestein, dann ein Stern, der ihn wehrt und den er laufend umkreist, bis ich auf diesen Stein etwas auftat zu sein. Denn auf dem blau-grünen Eiland, geschaffen aus Staub, stieg es irgendwas mit Beinen aus dem Wasser heraus. Tausche Schuppen gegen Haut, stieg als Affe vom Baum, begann sich Waffen zu bauen und damit über Afrika hinaus durch diese Welt zu marschieren. Plündernd und nehmend, erst mit schüchternen Gesten, dann die Münder bewegend, jedes Stück des Planeten hier in Trümmern zu legen, nur um sich dafür sein Konterfei auf Münzen zu prägen, die er hortet und pflegt, während er fortwährend fleht, dass er der Mortalität durch ein paar Worte entgeht, die zwar weise erscheinen, doch die Menschen verforsten, die allen Herzens dachten, dass die Erde eine Scheibe sei. Heraus aus den abertausend Tieren, schwang sich auf zu dominieren, dank dem Daumen und dem Hirn, dank dem Feuer, das er zählte, um da draußen nicht zu frieren, denn es hielt ihn erst so warm, doch dann lernte er zu schmieden, er sann sich ein paar Zahlen und er lernte dividieren, programmierte sie dann zahllos auf gefertigte Platinen und das Herz und dem Feuer schuf der Mensch Windows 7, geläutert von den Trieben und getrieben von Vernunft, hat er an jeder Sprache Worte für die Liebe und die Kunst, er erfasst sich physikalisch all das Wirken um ihn rum, doch seine eigentliche Frage ist nicht wie, sondern warum, denn er fühlt sich zu bedeutend, um mit Schmerzen zu verschwinden, da er sperrt er seine Sinne und glaubt Mädchen, die verkünden, dass ein jeder ewig lebt, doch die auch Menschen verfassten, die allen Herzens dachten, dass die Erde sich nicht dreht. Vergeht kein Moment, in dem der Mensch nicht denkt, es gäbe irgendeinen Grund für seine Existenz. Und so sucht er und findet in den Weiten des Himmels immer weitere Himmel, die von Weitem erglimmen, schon zu Zeiten dort wimmelten und hell erstrahlten, als die Welt, die ihn gebar, noch ein Felsbrocken war. Und nun stellt sich die Frage, was da oben noch wartet, weil der Mond so wie Mars doch kein Opa mit Bart ist. Nur eine große und schwarze, trostlose Leere, in der tote Materie verloren durch die Gegend fliegt. Ich wünsch, es wäre nicht der Fall, doch alle Sterne des Salz sind nur Erben des Knalls und nicht mehr, es ist falsch, was die Alten da schrieben, doch des Gottes bester Freund ist eine Alternative.